Nein. So, jetzt interessiert sich mehr für den Müll. Dabei ist es hier so schön. Und besonders mit den herbstlichen Farben, da kann man ja echt überall wandern. So, jetzt kommen wir gucken. Und zwar er denkt wahrscheinlich, das ist normal, oder so kommt mir vor. Also wir sind an der Wuhle. Mal gucken, ob wir es zu den Kaulsdorfer Seen schaffen. Hier ist ein tolles Neu. Die Tiere lieren. Nun warte doch, toll. Da riecht irgendwas. Komm mal her. Was auch immer. Was Wildes vielleicht. Also jedenfalls hört man es jetzt leider nicht mehr so sehr. Ich würde sagen, die Vögel tirillieren. Komm. Ja, ist okay. Hopp. Mal essen wir. Ist allerdings leider etwas nervig, die vielen Radfahrer. Hat man halt davon, wenn der Weg so befestigt ist. Na komm. Und bleib doch mal hier. Genau, mit einer Hand jonglieren. Wenn den Fahrradfahren aus dem Weg gehen. Komm, Zeus. Nein. Nein. Ein dermaßen liebliches Tal. Wir haben jetzt die, nehmen jetzt die Seite, die wilder ist. Weil eine Seite ist befestigt, da rasen die Radfahrer einem um die Ohren. Und hier ist jetzt schön offen die Oberfläche. Dann kann man sich immer die ruhigere für Fußgänger aussuchen. Das ist wunderbar. Ich dachte schon, ich habe hier schon wieder eine Fehlplanung gemacht, aber ist echt toll. Und jetzt mache ich mir auch nicht so eine Sorgen wegen Dunkelheit und Dämmerung, weil am Wasser werde ich schon zurückfinden. Zur Not führt Zeus mich. Ist ja nicht im Wald, wo einem jetzt die Wildschweine über den Weg rennen. Und dann, und da sind die Fahrräder wieder. Und dann werde ich mal gucken, ob ich einfach vorne einen Schlenker mache zu den Kaulsdorfer Seen, wenn ich Lust habe. Und das ist aber lustig, hier war ich ja schon mal, als ich die Wuhle-Wanderung schon mal von der anderen Seite aus begonnen habe, glaube ich. Oder Torstedt. Na jedenfalls bin ich beruhigt, dass wir jetzt eine schöne natürliche Oberfläche zum Laufen haben. Und so ist marschiert fröhlich. Ja. Nicht übertreiben jetzt hier, ja? So ist. Nimm mal hier. Jo. Ja, rein. Sehr schön, warte. Schön warten. Warte mal, Zeus. Kannst du hingucken, ne?
Seite. Habe ich schon alles gesehen? Okay. Immer noch an der Wuhle entlang. Wir müssen dann alles wieder zurück, weil die Runde mit den Goldsdorfer Seen, da würden wir uns dann verfranzen im Dunkeln. Aber hier wird es eigentlich immer besser, deswegen gehen wir immer weiter. Obwohl wir, glaube ich, schon umkehren müssten. Aber es ist so verlockend. Jetzt wird es immer natürlicher, wie im Wald mit Fluss. Wuhle. Echt toll.